das Ars Electronica der Stadt Linz, uns gibt es schon seit über 30 Jahren, den einen oder anderen wird es ein Begriff sein, widmet sich der neuen Technologien in Verbindung mit Kunst. Und mein Bereich, Solutions, hat das Ziel, Projekte in der Wirtschaft zu machen und das Geld, was wir verdienen, dem Museum zurückzugeben, um Ausstellungen zu machen, um Kinderprogramme zu machen, etc. Ich wurde gebeten, um das zu dem Thema Einkaufen von morgen etwas ein bisschen zu erzählen, denn der Onlinehandel ist immer ein bisschen so im stationären Handel dieses Angstwesen, das herumherrscht. Wir haben gemerkt, einfach wenn man sich die letzten Jahre so ansieht oder die Geschichte so ansieht, wir hatten quasi bis in die 50er Jahren einen Verkäufermarkt, hat dann ein bisschen gewechselt rüber in den Käufermarkt und heute, seit wir das Internet so wirklich haben, bewegen wir uns in den Bereich der Selbsterfüllung, Selbstinszenierung, die das Internet unterstützt und das Internet ist natürlich ein großes Thema bei uns im IC. Wir sagen inzwischen, es zählt zu den Grundnahrungsmitteln. Aha, ich sehe, da haben wir noch kein Bild. Ja, aha. Jetzt haben wir gleich eins. Zu den Grundnahrungsmitteln. Und damit hat sich aber auch dieses gesamte Konsumverhalten verschoben. Und ich möchte nur zwei, drei Folien zu Zahlen, Daten, Fakten machen. Dann lasse ich sie eh schon wieder in Ruhe. Weil ich glaube, da haben Sie in den letzten Tagen oder gestern eher schon genug dazu gehört. Sprich, Geschäftsprozesse oder Einkaufsprozesse, die früher linear abgelaufen sind, eines nach dem anderen, kann heute rückwirkend erfolgen. Einfach durch Verbindung jetzt zum Beispiel der ganzen Themen wie Social Media. Und wenn man mal nach Österreich schaut, in dem Bereich Konsumverhalten digital, 85% der Männer jetzt geht's wieder, kaufen bereits digital ein und die Firma ECE, ich weiß nicht, wer sie kennt, ist in Hamburg, daheim ist einer der Europas größter Shopping-Center-Betreiber, die haben ungefähr 178 Shopping-Centers, haben sich unter anderem jetzt auch Gerersdorf gekauft, das ja da gleich in der Nähe ist, haben einmal evaluiert, was das in Zahlen bedeutet, monetär, und die sagen einfach, inzwischen gehen ungefähr 20% weg in den digitalen Handel. Und welche Branchen sind am meisten betroffen? Fashion and Lifestyle, Mode, jeder kennt von uns Zalando, eine der großen Gefahren. Aber das heißt jetzt nicht, dass der Onlinehandel das Allheilmittel ist für die Zukunft. Ganz im Gegenteil, nach wie vor ist der stationäre Handel ein wesentliches Element zum Beschaffen von Gütern. Und die Trends, aber die man aber auch ganz klar sieht, ist, dass der Onlinehandel stationär wird. Das ganze Thema Stichwort Pop-Up-Stores. Schauen wir uns eBay an, schauen wir uns Zalando an, die gehen temporär in Ladenflächen rein, um dort ihre Marken erlebbar zu machen, zu begreifen, anzugreifen, Produkte zu fühlen, mit der Marke sich zu identifizieren. Wir haben im urbanen Bereich einfach gewisse Flächen, die stehen frei. Und bevor die frei stehen, werden die oft zu günstigen Konditionen temporär zur Verfügung gestellt und dort trifft genau dieses Thema Pop-Up-Stores rein. Sprich, der digitale Handel geht stationär und die können natürlich effizienter reingehen als wie zu manch stationärer Handel, der das schon über eine längere Zeit macht. Darum sind in der letzten Zeit immer so Begriffe entstanden wie Omnichannel Marketing, Multichannel Retailing und was aus der Teufel. Also wie kann man digital und stationär verzahnen? Und vor ungefähr zwei Jahren ist die Firma Undasch, vielleicht kennt ihr die Firma Doka, für mehr Begriff, ist jetzt in Amstetten, ist zu uns gekommen, ist Ars Electronica, denn wir beschäftigen uns auch ganz, ganz intensiv damit, Einstiegspunkte in die digitale Welt zu finden, die immer nicht nur rein digital sind, sprich auch mit echten haptischen Elementen reinzugreifen. Wir haben eine Zielgruppe bei uns vom kleinem Kind, der ist 5 Jahre bis zum Senior, der ist 80 und wir geben denen alle Informationen rund um das digitale Zeitalter und da wissen wir einfach oder haben das Gespür entwickelt, dass es oft nicht Touch die letzte Lösung ist oder mit dem jeder interagieren kann. Und der stationäre Handel hat eben zum Beispiel einfach diesen großen Vorteil von dem echten Produkt, das haptische Produkt. Und die Firma Undasch ist dann eben zu uns gekommen und hat gesagt, wie könnten wir als klassischer Ladenbauer, wir sind groß in Europa, wie können wir uns diesem Angstgespenst Onlinehandel stellen, denn natürlich die Ladenflächen sind rückläufig, das Geschäft kann natürlich zurückgehen, vor allem im Fashion-Bereich, das ist eine irrsinnige große Tendenz. Aber wie können wir das verschmelzen? Gibt es da eine Möglichkeit? Und wir haben gesagt, naja, probieren wir das, überlegen wir mal, wie könnte man den Onlinehandel in den stationären Handel reinbringen? Denn diese Gefahr, es gibt immer diesen schönen Begriff im Handel, das heißt Beratungsdiebstahl. Und da nehme ich mich gar nicht selber aus. Ich bin auch an, ich gehe rein ins Geschäft, schaue mir das Produkt echt an, greife es an, schaue mir den Fernseher beim Saturn oder wo an, drehe mich um, schaue auf Geizhals und vergleiche den Preis.
aber das ist natürlich ein großes Problem für den stationären Handel. Und wir haben dann einmal probiert, in einer Gruppe zusammenzusetzen, da hast du gehört, das war die Firma Umtausch, die gesagt hat, okay, wir bringen das Wissen und das Know-how zusammen, was ist ladenbautechnisch wichtig, was ist der Trend im Markt, das ist die Firma Samsung, die ist ja heute auch hier, hat die Technologie gebraucht, die Screen-Technologie. Wir haben einen Retailer genommen aus dem Markt, der wirklich seine Erfahrungen mitbringt und auch aus dem Fashion-Bereich, das ist die Firma Rag, das ist ein Multi-Brand-Retailer aus Wien. Und die Ars Electronica, die das Konzept gemacht hat und umgesetzt hat, wo man gesagt hat, dann bauen wir mal was gemeinsam, stellen wir es ein und schauen wir mal, was sind die Erfahrungen daraus. Denn viele, man hört, viele Agenturen kommen auch zu uns, die sagen, wir hätten da Ideen, aber wir wissen nicht, wie wir es umsetzen. Es gibt viele Konzepte, aber es wird relativ wenig umgesetzt. Und einen Ansatz, wie man das machen kann, habe ich heute mitgenommen, einmal im Vorfeld. Wir haben dieses Projekt genannt, die sogenannte Rag Wall, die wir im Dezember 2012 gestartet haben. Wir haben dann ungefähr uns 2-3 Monate Zeit gegeben, für das Konzept zu entwickeln. Wie kann man digital in den stationären Handel bringen? Projektpartner habe ich gerade gesagt und der Umsetzungszeitraum war von März bis September 2013 und dann haben wir einen sogenannten Testzeitraum gemacht, wo wir ein bisschen mitgetrackt haben, ändert sich was, haben uns das Feedback geholt von den Verkäufern, was bewirkt es. Und das haben wir auf der Maria-Hilfer-Straße gemacht, auf einer relativ stark frequentierten Einkaufsstraße in Österreich. Zu den wesentlichen Vorteilen, die wir mal rauskristallisiert haben in diesen Bereichen, ist, was ist eigentlich der Vorteil des stationären Handels? Und der stationäre Handel hat wesentlich zwei Vorteile. Das ist das echte Produkt, das können wir heute einfach nicht digital ersetzen, das geht nicht. Das haptische Produkt geht nicht, dass man es ersetzt. Und das zweite ist der Mensch. Der Mensch, mit dem ich reden kann, den ich angreifen kann, wenn ich Probleme habe. Der Vorteil aus der digitalen Welt, vice versa, ist natürlich diese Verfügbarkeit, diese Daten, die da sind. Ich sage einmal, ein Megabyte ist weit günstiger als ein Quadratmeter Shopfläche und diesen Vorteil kann man irrsinnig schön nutzen. Und wir haben versucht, das zu tun, indem wir zwei Dinge gemacht haben. Wir haben eine Screenwand gebaut, die besteht aus 14 Displays, wir sehen es nachher, die wir bespielen konnten im Geschäft drinnen. Aber es ist natürlich so, dass das User Interface, was ich zu Hause im Webshop gewohnt bin, nicht adäquat ist für den Point of Sale. Man muss ja auch eine Motivation haben, dass ich sage, warum gehe ich ins Geschäft rein? Sonst kann ich ja zu Hause bleiben auf der Couch und kaufe dort digital ein. Sprich, das Interaktionsdesign musste komplett überdacht werden. Neue Interaktionsmuster entwickelt. Und wir hatten ein Multi-User-Interface entwickelt, das besteht aus 14 Displays, wo zwei Personen parallel auf diesen Displays arbeiten können. Das sind vom Prinzip ganz normale Displays, also keine Touch-Displays, die wir mit einer Touch-Funktion ergänzt haben, wo man eben, man sieht es auf der einen Seite, sich durch das Produktportfolio navigieren konnte und auf der anderen Seite natürlich so Social-Media-Funktionalitäten auch integriert hatten, um zu testen, wird das überhaupt am Point of Sale angenommen in diesem Geschäft. Und wie haben wir diese rund 10.000 Produkte, die der Rag dort hatte, integriert? Wir hatten als Trägermedium das sogenannte einfache Polaroid genommen. Das hat vom Thema gut gepasst, denn Rag kommt aus dem Bereich Skaterwear, Urban Fashion, und haben dort die Content-Elemente von der Webseite abgegriffen und dort integriert. Das Schöne bei dem Händler war, und dieser irrsinnige Schatz, ich glaube, das ist gar nicht bewusst, ist, der hat jedes Produkt in Full HD abgefilmt. 10.000 Produkte filmt er ab. Aber ganz trivial, der hat ein Skateboard, eine Kamera, eine Schiene und das schiebt er von links nach rechts. Und die ganzen Daten, die ganzen Produktvideos, und das sind keine Eigenprodukte, sondern Fremdmarken, hat er sich selbst erzeugt. Die kriegt er leider nicht von Billabong etc., wie die heißen, die Firmen. Die 10.000 Videos haben wir da reingespielt, Trägermedium, wie gesagt, war eben ein Polaroid. Man konnte darauf eben auch das sogenannte Liken, wie man es eben kennt von Facebook, man hatte die Preisinformation, man hatte auch die Verfügbarkeit drinnen, ist es im Shop und im Webshop verfügbar. Und man hat natürlich die ganzen anderen Alternativvarianten von Farben gehabt und man konnte dieses Produkt auch sich vormerken, aber nicht kaufen. Ganz ein wichtiger Punkt. Beim Interaktionsdesign war natürlich die Herausforderung, kein Mensch navigiert sich durch 10.000 Produkte mit Wischen. Und wenn das einer tut, dann gratuliere ich ihm. Darum war die Frage, wie können wir es schaffen, dass wir eine Navigation schaffen, dass sich ein Mensch durch 10.000 Produkte relativ rasch findet. Und na Daniel, wir hatten kein Mindpress. Wir haben eine Navigationslogik genommen vom iPod Analog, wo wir im mittleren Segment das Geschlecht auswählen konnten. Im zentrierten Kreis drinnen hatten wir die Themen abgegriffen, wie Marketingkampagnen, die der Retailer unbedingt wollte. Dann die im äußeren Kreis die Produktkategorien und außen, das sieht man jetzt hier nicht, waren die ganzen wichtigsten Marken verortet. Das haben wir mit Touch bedienen können. Die Logik war dahinter, es wurde ausgegraut, wenn man eben Produktkombinationen nicht verfügbar waren. Das Ganze wurde abgedatet über Webschnittstellen vom Webshop, also die Daten waren immer aktuellst.
und wir hatten nichts neu erfunden. Also das waren wirklich die Online-Daten vom Webshop. Und der zweite Punkt war, und das ist wirklich einer der wesentlichen Vorteile aus der echten Welt, ist, wir hatten Produkte genommen, mit denen ich in die digitale Datenbank einsteigen konnte. Die war mit RFID-Tags versehen, sprich ich habe eine Produktnummer vom Regal, bin hingegangen, habe das hingehalten zur Wand, die Wand hat das erkannt und hat mir Zusatzprodukte vorgeschlagen. Damit habe ich wirklich diese Kombination digitale Welt und haptisches Element. Und diese absolut schöne und sexy Verschränkung, dass ich diese zwei Welten kombiniere. Natürlich, einer der großen Herausforderungen war natürlich, die Leute auch diese neue Interaktion beizubringen. Wir hatten natürlich Probleme in den Testzeitraum, so fair muss man sein, also das war für uns ja auch ein Prototyp, den wir entwickelt haben für die Umtausch. Die Leute haben im ersten Moment geglaubt, das ist eine normale Videowand. Wie haben wir das gelöst? Wir haben dann einfach kurz Teaser produziert. Teaser, die die Leute aufrufen, komm her. Nämlich, wenn keine Interaktion an der Wand stattfand, wurden Werbetrailer abgespielt, damit man diesen Raum, diesen Shop bespielt. Der zweite wichtige Punkt, den wir gemacht haben, das ist vor allem in Deutschland und auch in Österreich, das ganze Thema Datensicherheit. Nachdem diese Wand im Raum steht, wollten wir nicht, wie es bei oft so kleine Terminal-Lösungen ist, irgendwelche Logins haben. Sobald man Login hat und irgendwas akzeptieren und zustimmen muss, ist das Ding tot. Dann brauche ich das Projekt gar nicht machen. Sprich, der gesamte personalisierte Vorgang fürs Einkaufen wurde dann einfach über das Smartphone gemacht, man wurde weitergeleitet auf den Webshop. Gleichzeitig habe ich, wenn ich mir meine vorgemerkte Liste übertragen habe, auch gesehen, wo ist das Produkt im Geschäft verfügbar, wenn ich es zum Beispiel probieren möchte. Nicht genau verortet, man könnte es genau verorten. Der Retailer hat gesagt, ich möchte gar nicht, dass die Leute wissen, genau wo das Produkt ist. Die sollen einfach nur wissen, wo es ungefähr ist, damit sie suchen müssen und damit ich einer nicht nur eins, sondern zwei Leiberl verkaufe. Und das hat auch funktioniert. Und jetzt haben wir da ein kurzes Video vorbereitet, wie die Funktionalitäten auch dann in der Praxis waren, wo man eben hier diese 14 Displays sieht, die einfach nur Sicherheitsglas davor bekommen haben. Dieses Sicherheitsglas haben wir davor gesetzt, nochmal einen Infrarotrahmen, somit ist das touchfähig geworden. Wenn keine Interaktion stattfand, ist einfach Videos abgelaufen. Und wenn man davor getreten ist, hat man sich so anders erkannt, dass eine Person davor steht und hat dann in den sogenannten Interaktionsmodus umgeschalten, wo ich mich dann auch wirklich durch das gesamte Produktportfolio durchnavigieren kann. Das Ganze war multitouchfähig, es konnten mehrere Anwender gleichzeitig arbeiten. Und warum haben wir diese Größe gewählt? Diese Größe haben wir gewählt, weil wir von Samsung kostenlos die Screens gekriegt haben. Es würde natürlich auch kleiner funktionieren. Wichtig war uns einfach, dass wir Produkte darstellen, so groß als möglich. Größer, als wie das immer daheim selber am Computer anschauen kann. Und zum Glück waren die ganzen Daten in Full HD verfügbar. Und wir konnten es wirklich dort schön inszenieren. Hier sieht man die RFID-Integration, wo ich heute sagen würde, ich würde es lieber mit Barcode machen inzwischen, weil somit hätte ich jedes Produkt getaggt. Und man hat natürlich auch diese Social-Media-Komponente gehabt im Geschäft, wo man Fotos hochladen konnte. Dieses Netz wurde dort nicht öffentlich gemacht, sondern es wurde nur lokal gehalten vom Händler. Er wollte einfach vermeiden, dass möglicherweise die Leute nicht attraktive Bilder hochladen, nennen wir es einfach so. Und wenn wir uns jetzt einmal diese Zahlen anschauen, was waren eben dann nach diesen 80 Tagen, wo es geöffnet war, man muss fairerweise sagen, wir haben ungefähr 20 Tage, muss man wegstreichen, wo wir einfach noch gebessert haben. Wir hatten in diesem Beobachtungszeitraum ungefähr 4.500 Interaktionen an der Wand. Wobei man dazu sagen muss, der Händler machte keine Werbung dafür. Das war nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wichtig war, dass man einfach die Verkäufer in dieses Medium einführt, damit sie es auch nutzen, diese Plattform. Wir hatten 285 erzeugte Warenkörbe und 1,3 Produkte ungefähr pro Warenkorb drinnen. Und wir wissen aber jetzt nicht, und jetzt wird wahrscheinlich die Frage kommen, und wie viel habt ihr jetzt davon verkauft, sage ich, das kann ich nicht beantworten. Fünf Minuten. Kann ich nicht beantworten, denn der Kaufprozess wurde über den Online-Shop gemacht. Uns war wichtig, keine neuen Bestellprozesse, Geschäftsprozesse oder irgendwas neu zu erfinden. Nur die Daten vom Webshop sexy in den POS zu bringen, attraktiv. Eine der Enttäuschungen war einfach Pinboard. Das Thema Social Media hat nicht funktioniert dort. Die 40 Pinboard-Einträge, die wir gehabt haben, waren großteils alles von den Verkäufern. Dieselbe Erfahrung hat auch die ECE gemacht in Hamburg draußen, für die wir auch beraten in dem Bereich.
die haben auch in ihren Shopping-Centers diese ganzen Facebook-Mirrors, Tweet-Mirrors, Foto-Mirrors aufgebaut. Das hat nicht funktioniert. Das Einzige, was dort funktioniert hat, war das Ausbauen und Fladern von der Kamera. Das liegt wahrscheinlich aber auch an der Marke. Das Thema Teaser, wie gesagt, das war für uns, am Anfang hatten wir relativ schlechte Zahlen in den Zugriffen und in der Akzeptanz von den Kunden, weil alle glaubt haben, es ist eine Werbewand. Wir haben aber dann ganz trivial mit einer Kamera einfach hinter einem grünen Tuch den Mitarbeiter abgefüllt, mit einem Pappkarton das hingegeben, es hat funktioniert. Die Zugriffszahlen sind dann besser geworden. Und wenn man sich die Produkte anschaut, die dort am beliebtesten waren, das waren T-Shirts, Tops und Schuhe. Und nachdem wir das eben getestet haben, haben wir 2 Monate am Markt, haben wir gesagt, naja, jetzt haben wir es beim Kunden getestet, jetzt wollen wir aber einmal die Experten wissen, die andere Geschäfte haben, was sagen die dazu, und haben das Ganze nach Düsseldorf gebracht, auf die Euroshop dieses Jahr, und wollten von der Branche wissen, was denkt ihr darüber. Und das Medienecho und das Echo war enorm. Also es war das absolute Highlight. Also ich mag jetzt nicht übertreiben, auf YouTube sind eh genug Videos, Stern-TV, Spiegel-TV, Welt der Wunder, die waren da, die haben das gefilmt, das war gewaltig. Was uns darum geführt hat, dass die Firma Umdeutsch gesagt hat, okay, diesen Prototypen, den wir da jetzt als Ballon gestartet haben, führen wir jetzt über ein Produkt, und ist auch für uns als Asa Elektroniker das erste Mal, dass wir jetzt ein Produkt gemeinsam mit einer Firma auf den Markt bringen, was natürlich für uns total cool ist. Weil einfach das Medienecho perfekt zusammengepasst hat, die Akzeptanz von anderen Branchen, aber andere Branchen genauso, Lebensmittelbranche, Möbelbranche, all die sind auf dieses Thema aufgesprungen, und wir bereiten gerade Projekte in Indien, Deutschland, Österreich und Mexiko vor. Ja, ich habe gesehen, ich habe nur mehr 5 Minuten. Ich hätte jetzt noch Themen vorbereitet, abseits von der REC-Wall, was das Thema neue Technologien am POS betrifft, denn wir forschen ja sehr viel in diesen neuen Technologien, und gebe jetzt nochmal nur kurz einen Überblick. Wen es mehr interessiert, kann ich gerne im Anschluss noch detailliert in die Themen reingehen. Wir beschäftigen uns viel mit dem Thema Interaktion. Interaktion im Bereich Gestensteuerung, Sprachsteuerung, Muskelsteuerung, aber auch genau das Thema M2M-Kommunikation, weil wir heute Internet of Things dieses Thema hier haben. Brain Interfaces, wir kriegen jetzt das erste Brain Interface um 70 US-Dollar gibt es am Markt von Mindwave. Und wenn wir spannende Technologien für den POS uns anschauen, sind natürlich transparente OLEDs, durchsichtige Screens, absolutes Thema, flexible OLEDs, biegbare Screens drinnen, hochauflösende Displays, Content hochauflösend darzustellen, und 4K ist jetzt einmal ein Zwischenschritt, es geht ja schon viel, viel weiter. Das einzige Problem ist, wir haben diesen Content zu produzieren und die Rechenleistung dahinter. Hologramme, wir werden ständig gefragt nach Hologramm. Ja, Hologramme sind sexy, wenn sie aber hinpassen. Man muss einfach immer das Thema Content und Lichtqualität und Platzierung im Raum berücksichtigen. Ein Thema, was auf jeden Fall auch den Handel betreffen wird, Möglichkeiten bieten wir, ist das ganze Thema rund um 3D-Druck. Und wir drucken heute nicht nur Plastik, wir drucken Metall, wir drucken Fleisch. Wir haben vor 2 Jahren das erste Steak in Amerika gedruckt, da geht einfach einiges weiter. Auf der TED-Konferenz wurde live während einer Veranstaltung eine menschliche Niere gedruckt. Also die Pistole, von der wir alle gelesen haben, das war nur eine Frage der Zeit. Der Daniel hat hergezeigt in seiner vorhergehenden Präsentation Retina-Displays. Retina-Displays wird spannend, ist der nächste Schritt jetzt nach der Google-Brille. Google-Brille ist ja nur ein Trägermedium, wenn wir unter dem Stichwort Wearable Technologies uns bewegen, ist ja nur Übergangsmedium. Genau dasselbe wie das Handy. Das Handy wird kurz über lang wird das Geschichte sein. Das werden wir im Museum finden. Und im Bereich Nearfield-Kommunikation natürlich auch RFID, QR ist derzeit leider das gängige Medium, ist noch am bekanntesten und akzeptiertesten. Und wenn wir im Bereich Tracking rüberschauen, wo wir uns damit beschäftigen, ist natürlich Eye-Tracking, Face-Recognition, aber auch genauso Emotionen über Gesichtszüge, über Körpertemperaturen, über Stimmungsschwankungen. Und ein Thema, was spannend wird für den POS, ist Location-Based Services. Und wenn ich reinschaue auf das Thema BLE, gestern war ich schon auf einige Vorträge zum Thema iBeacons. iBeacons hypen einfach derzeit aus Amerika, England, Deutschland rüber, auch als ein bisschen nach Österreich. Und da werden auch die ersten Projekte gemacht. Ich habe gesehen, meine Zeit ist vorbei. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen einen groben Überblick geben, was wir im Asa Elektroniker abseits unseres normalen Museumsbetriebs machen und wo wir sehen, dass es gewisse Tendenzen gibt. Ich stehe gerne nachher hinten auch zur Verfügung, falls es weitere Fragen gibt und Gespräche. Herzlich willkommen, aber auch natürlich uns im Museum zu besuchen. Danke.